sind hier irgendwo auf der A23 zwischen der Küste und Saragossa. Und heute fahren wir nach Paris, worin es allerdings noch 1400 Kilometer sind. Also mal sehen, da kommt meine Frau, dann können wir weiterfahren. Zweiter Stopp. Wir konnten sogar für 1,10 tanken. Es sind jetzt von hier noch ungefähr 1 Stunde 30 Minuten bis zur Grenze. Wir sind ein bisschen gespannt, ob diesmal irgendwas ist. Bisher war an den Grenzen ja fast nie was. Aber mal schauen, vielleicht ist ja diesmal anders. Und ja, wenn wir über die Grenze sind, hätten wir eigentlich eine Stunde danach ein Hotel. Aber wir haben uns überlegt, es ist jetzt erst 11 Uhr oder so. Das heißt, wenn wir irgendwie können, fahren wir in Frankreich noch ein paar Stunden, dass wir morgen nicht so viel haben. Müssen wir mal sehen. Das sind die Pyrenäen in Spanien, auf der spanischen Seite. Und wir fahren jetzt auf die französische Grenze zu. Es ist ungefähr 13 Uhr. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ob wir da jetzt einfach so durchfahren oder ob ich endlich mal die ganzen Sachen, die ich vorbereitet habe, brauchen werde. Also Einreiseformulare, Testformulare und so weiter. Mal sehen. Oh, jetzt hier die Hölle los. Guck dir das an. Zurückfährst. Ja, aber Sonntest dann. Jedes Mal, wenn das du nach Frankreich möchte ich, musst du dann, wenn du von als Franzose nach Spanien fährst und du fährst von Spanien, bist ich geimpft. Als Franzose, fährst keine von, Ahnung. Von Spanien wieder zurück. Wir kommen in Frankreich. Das war's? Ich glaube schon. Keiner will ein Test sehen. Spanienstädter. Und das war's. Wir sind in Frankreich. Sein. Sie machen die Kontrolle hinterher. Das sieht aber echt toll aus mit den Bergen. Mhm. Und wieder mal habe ich wahrscheinlich umsonst gearbeitet. Das war's. Das kenne ich von Google Maps. Ich könnte euch drei dazustecken und losfahren. Er erhob sich, sackte unser Geld ein und sagte: Oh, jetzt? Na dann. Weiter auf weiter. Ja, wie der Mississippi, nicht? Das Fleisch in seinem Gesicht wurde durchsichtig und ich konnte seine Schädelknochen sehen. Der Boden schwankte noch immer. Als tatsächlich sieht es aus, als hätte es Niedrigwasser. Ein schwarzen, zeltähnlichen Pavillon hinzog, von dem ein Transparent verkündete: Urteile für Elysium und ewige Verdammnis. Zwei viel kürzere Schlangen verließen den Pavillon auf seiner Rückseite. Auf der linken Seite wurden die Geister von Sicherheitsmonstern einen felsigen Pfad hinunter zu den Feldern der Bestrafung getrieben. Es war eine riesige, zerklüftete Wüste mit Flüssen aus Lava und Minenfeldern und Kilometern von Stacheldraht. Noch aus der Ferne konnte ich erkennen, wie Leute von Höllenhunden gejagt, auf Scheiterhaufen verbrannt, nackt durch Kaktuspflanzungen getrieben oder dazu gezwungen wurden, sich Opern anzuhören. Die Leute, die aus dem rechten Ausgang des Pavillons kamen, waren viel besser dran. Sie wurden zu einem kleinen, ummauerten Tal geführt, bei dem es sich um den einzigen glücklichen Teil der Unterwelt zu handeln schien.
fast voll beladen. Ja, ich merk's. Auf den Rasenflächen. Das Gras wogte in allen Farben des Regenbogens. Das Elysium. Und dann nach einem Kilometer wir gingen weiter raus. In den Delienkont hinein. Nach einigen Kilometern hörten wir in der Ferne ein vertrautes Kreischen. Am Horizont prangte ein Palast aus funkelndem schwarzen Obsidian auf. Über der Brüstung kreisten drei dunkle, fledermausartige Figuren. So, jetzt sind wir in Bordeaux angekommen. Und ich habe da geparkt. Und das ist jetzt Les Nouvelles Shopping.